Wärmeleitung in 2D. Wir kommen jetzt zur schwachen Formulierung. Ich habe nochmal zusammenkopiert, was wir alles so brauchen werden. Das ist zum einen diese 2D-partielle Integrationsformel. Und dann habe ich hier nochmal rüberkopiert das Ergebnis von den Überlegungen zum Randwertproblem. Also hier die Randbedingungen nochmal zur Erinnerung. Wir unterteilen den Rand in drei Bereiche: Neumann, Dirichlet und Robin. Auf dem Dirichlet-Rand geben wir eine Temperatur von 0 vor. Auf dem Neumann-Rand geben wir vor, dass der Gradient der Temperatur skalar multipliziert mit dem normalen Vektor 0 ergibt. Und für diesen Robin-Rand, da steckt drin die Temperaturdifferenz von der Randtemperatur Theta und der vorgegebenen Temperatur Theta Stern mit so einem Wärmeübergangskoeffizienten H. Gut, dann hier nochmal aufgeschrieben das Randwertproblem in der Gänze. Gesucht ist also eine Funktion Theta, Omega nach R, für die die Divergenz vom Gradienten multipliziert mit minus Lambda gleich dieser Wärmequelle W ist für alle Punkte XY aus dem betrachteten Gebiet Omega. Ne, und jetzt stehen hier nochmal die Randbedingungen aufgeschrieben für diese drei Abschnitte Robin, Neumann und Dirichlet. Gut, dann gehen wir jetzt im Grunde genauso vor wie bei dem Bohrpfahl. Wir nehmen unsere Differentialgleichung, multiplizieren die mit einer Testfunktion durch und tun dann integrieren. Dann kommt die partielle Integration. Wir setzen die Randbedingungen ein und dann steht da die schwache Form unseres Problems. Klar sieht es alles ein bisschen anders aus als bei dem Bohrpfahl, aber im Prinzip passiert da genau dasselbe. Also, ich beginne mal mit der Differentialgleichung. Ich lasse jetzt hier mal die Abhängigkeit von x und y weg, dann ist es weniger zu schreiben. Also unsere Differentialgleichung und jetzt kommt die Multiplikation mit einer Testfunktion. Diese Testfunktion Delta Theta, damit multiplizieren wir unsere Gleichung durch, also minus Lambda Div Grad Theta multipliziert mit Delta Theta ist gleich W mal Delta Theta. Wir müssen jetzt noch sagen, was für Funktion Delta Theta ziehen wir in Betracht. Und da kommt jetzt ein bisschen was Neues hinzu aufgrund der Dirichlet-Randbedingungen. Wir vereinbaren mal, dass Delta Theta enthalten sein soll in einer Menge von Funktionen V0. Und jetzt müssen wir noch sagen, was V0 ist. V0 ist die Menge der netten Funktionen nett im Sinne, wir können die Ableitungen ausrechnen und wir können integrieren. Die Menge aller netten Funktionen Omega nach R. Ich nenne es jetzt hier mal U, aber das spielt überhaupt keine Rolle. An der Stelle Delta Theta zu schreiben, wäre so ein bisschen umständlich. Und würde auch
vielleicht etwas eine falsche Fährte legen. Also es geht wirklich um Wald- und Wiesenfunktionen, die einem Punkt aus Omega eine reelle Zahl zuordnen. Aber jetzt kommt eben die Einschränkung. Wir verlangen, dass diese Funktion jetzt gleich 0 ist, wenn x und y auf dem Dirichlet-Rand liegen. Das ist eine Bedingung, die braucht man, sonst funktioniert einfach die Herleitung, die jetzt kommt, nicht. Also da steckt nicht irgendwas Mysteriöses dahinter, sondern wenn man diese Forderung nicht stellt, dass die Funktion V0 auf dem Dirichlet-Rand verschwindet, also die Funktionen in V0, die müssen auf dem Dirichlet-Rand verschwinden. Wenn man diese Forderung nicht stellt, dann klappt die Herleitung nicht. Okay, also erster Schritt Multiplikation mit der Testfunktion, zweiter Schritt die Integration über das Gebiet Omega, dann steht hier minus das Integral Omega Lambda Divergenz vom Gradienten von Theta multipliziert mit der Testfunktion Delta Theta. Dann wird über die Fläche integriert, also dA soll gleich sein, das Integral über Omega W mal die Testfunktion, auch wieder dA. Also die Integration, da haben wir sie stehen, auch keine große Geschichte soweit. Der schwierige Punkt an der Stelle ist, glaube ich, dass man Funktionen berücksichtigt, die auf dem Dirichlet-Rand gleich 0 sind. Das ist, wie gesagt, eher so eine technische Bedingung. Ich würde jetzt da auch nicht irgendwie großartig was reininterpretieren wollen. Dann, wenn Sie an den Bohrpfahl zurückdenken, nach der Integration kam die partielle Integration. Ich kopiere mir da mal eben die Formel. Da haben wir sie und dann führen wir drunter diese partielle Integration aus. Ne, wenn wir mal gucken, der Term hier auf der rechten Seite, dieser hier, den können wir gar nicht weiter vereinfachen. Das ist einfach die Wärmequelle multipliziert mit der Testfunktion. Die Entsprechung beim Bohrpfahl war an der Stelle, Sie erinnern sich, die axiale Normalkraft, dieses kleinen n, multipliziert mit der Testfunktion. Also was uns interessiert, ist der Term hier vorne. Soll ich das Minus? Ach, ich nehme das Minus gleich mal. Nein, das Minus nehme ich nicht mit. Mache es nur komplizierter als notwendig. Also auf diesen Term wollen wir die partielle Integrationsformel anwenden. Jetzt habe ich hier oben schon mal markiert, nur zur Erinnerung, f war ja eine Funktion Omega nach r und u war ein Vektorfeld Omega nach r2. Ich habe schon mal blau und rot markiert, dass man das auseinanderhalten kann. Wenn wir jetzt gucken, bei unserem Integral hier unten, wer übernimmt da jetzt welche Rolle? Also was muss ich jetzt hier blau machen und was muss ich hier rot machen? Und
wenn Sie mal gucken, wir müssen ja das das ist rot, das ist blau. Wir müssen ja das rot machen, was in unserem Integral hier unten die Funktion r nach r ist, Omega nach r. Und das ist klar, das ist unsere Testfunktion. Die Testfunktion übernimmt die Rolle von dem f. Und dann ist es auch klar, der Gradient von Theta übernimmt die Rolle von u. Ja, das heißt, hier kann ich das blau machen. Vielleicht ist es an der Stelle geschickter. Ich tue das Diff nicht mitmarkieren. Also, Grad Theta übernimmt die Rolle von U. Delta Theta die Rolle von F. Und wenn wir das jetzt vergleichen, das hier oben und das da unten, da ist die Reihenfolge umgekehrt und das ist auch für uns ganz praktisch, wenn wir uns die partielle Integrationsformel nochmal mit der umgedrehten Reihenfolge aufschreiben, dann ist es klipp und klar, was passiert. Also wir drehen das um, die Multiplikation ist ja kommutativ, also Diff U multipliziert mit F dA ist gleich Integral über den Rand. Dann ziehen wir das Skalarprodukt nach vorne und multiplizieren das mit F über die Bogenlänge integriert minus das Integral Omega U Skalar multipliziert mit Grad F dA. Das Skalarprodukt ist ja auch kommutativ. Also jetzt hier das U blau und das F rot. Jetzt haben wir es. Da können wir jetzt einfach abschreiben und müssen eben die entsprechenden Größen einsetzen. Dann kommt zuerst das Integral über den Rand. Für U setzen wir jetzt ein Grad Theta, das ganze Skalar multipliziert mit F und dann nochmal mit Delta Theta, das ja die Rolle von F übernimmt. Gut, erster Teil und jetzt müssen wir abziehen das Integral über Omega. U ist Grad Theta. Und das tun wir skalar multiplizieren mit dem Gradienten von der Funktion, die die Rolle von f übernimmt, also mit dem Gradienten von Delta Theta dA. Ja. Und wenn Sie jetzt noch mal kurz zurückdenken an unseren Bohrpfahl, da stand EA Integral U' Delta U' dx. Und wenn Sie das jetzt vergleichen, dann sehen Sie, dass da im Grunde dasselbe steht. Der Gradient als Verallgemeinerung von einer Ableitung im r hoch 2. Ableitung von Theta multipliziert mit der Ableitung von Delta Theta, also Funktion abgeleitet multipliziert mit Testfunktion abgeleitet. Das ist genau dasselbe. Sie haben jetzt schon wahrscheinlich länger innerlich sich beschwert. Sie können ja leider im YouTube-Video nichts sagen. Ich habe natürlich vergessen, hier das Lambda mitzunehmen. Aber jetzt haben wir es mit drin. Die partielle Integration haben wir ausgeführt. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an. Ich brauche etwas Platz. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier steht. Also, ich glaube, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, hier haben wir wieder einen Term stehen, der gefällt uns sehr, sehr gut. Da müssen wir nichts mehr dran ändern.
Das ist was, was wir ja von dem Bohrpfeil auch schon irgendwie kennen, haben wir ja gerade gesehen. Ja, also bleibt uns dieses Integral über den Rand. Und das ist auch ganz interessant. Wenn wir jetzt nämlich nochmal zurückgucken zu den Randbedingungen bei unserer Formulierung von dem Randwertproblem, dann stand hier ja, dass der Gradient von Theta skalar multipliziert mit n 0 ergibt auf dem Neumann-Rand und dass die Temperatur auf dem Dirichlet-Rand 0 ist, aber das haben wir eigentlich an der Stelle hier eingebaut mit der Testfunktion. Na, das ist der wichtige Punkt. Die Testfunktion verschwindet auf Gamma D, auf dem Dirichlet-Rand. Soll heißen, wir können sofort sagen, das hier ist 0 auf dem Dirichlet-Rand und wir erinnern uns, der Gradient von Theta skalar multipliziert mit dem normalen Vektor ist ebenfalls 0 und zwar auf dem Neumann-Rand. Ja. Soll heißen, uns bleibt eigentlich nur noch der Teil übrig auf dem Robin-Rand. Also gucken wir uns das jetzt nochmal genauer an. Nämlich, wir müssen diesen Randterm wirklich nur auf Gamma R mitnehmen, auf diesem Robin-Rand. So, jetzt haben wir an der Stelle ein negatives Vorzeichen. Später müssen wir das ja auch wieder mit einem negativen Vorzeichen einsetzen. Deswegen drehe ich mal das Vorzeichen, kopiere mir den ganzen Kladderadatsch mal runter. Die Farben braucht man nicht mehr. Also ich habe gesagt, wir drehen das Vorzeichen. Minus, minus, plus. Und hier steht jetzt nur noch der Robin-Rand. Also die Teile von dem Rand mit Neumann- und Dirichlet-Randbedingungen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut. Nochmal kurz, was ist passiert auf diesem Blatt? Partielle Integration, die Formel nochmal so umgeschrieben, dass sie für uns gut passt. Dann haben wir die angewendet auf unser Integral und haben dann gesehen, der Randterm ist nur zu berücksichtigen auf dem Robin-Rand. Das gucken wir jetzt mal weiter, wie es damit geht, auf dem nächsten Blatt. Und ich kopiere mir nochmal, was wir uns hier notiert hatten für den Robin-Rand. Ja? In der Form passt es am besten. Minus Lambda Grad Theta skalar multipliziert mit N ist H mal die Temperatur auf dem Rand minus die vorgegebene Temperatur Theta Stern. Da füge ich es mal ein. Und wir haben jetzt stehen, die Randbedingung auf diesem Robin-Rand. Ich kopiere mir nochmal eben rüber, wie weit wir gekommen waren. Jetzt setzen wir nämlich die Randbedingung hier ein und wir sehen, ja, das ist wirklich wunderbar, das was hier steht, ist exakt der Term,
den wir hier in unserer Randbedingung stehen haben. Das heißt, wir haben hier, setzen wir das einfach fort, ein Gleichheitszeichen, das Vorzeichen dreht sich, Integral über den Robinrand, und jetzt setzen wir ein, h mal Theta minus Theta Stern, multipliziert mit der Testfunktion Delta Theta ds, plus das, was im Gebiet integriert wird, kopiere ich mir. Ja, jetzt liegt es nahe, dass wir uns das Integral hier nochmal aufsplitten, und zwar in einer Art und Weise, erstmal einfach so, ist gleich Integral über den Robinrand h mal Theta mal Delta Theta ds minus Integral h mal Theta Stern über den Robinrand ds plus das hier. Ja? Jetzt haben wir die Robinrand-Bedingung eingesetzt und können zum Schluss nochmal unsere Ausgangsgleichung nehmen. Das war diese hier. Ja, und jetzt sehen Sie wunderbar hier. Steht dasselbe wie da. Das heißt, wir können diese ganze Geschichte bei unserer Ausgangsgleichung auf der linken Seite einsetzen. Das also weg und dafür eingesetzt das, was wir gerade berechnet haben. Und jetzt muss man das nochmal angucken, was wir hier stehen haben. Ich markiere mal unsere gesuchte Funktion blau. Ja, die taucht in diesen beiden Gleichungen auf und in, nicht Gleichungen, in diesen beiden Integralen. Und dann haben wir hier nur die Testfunktion. Die habe ich jetzt irgendwo unterschlagen. Genau an der Stelle. Da fehlt ja noch multipliziert mit der Testfunktion. Also an der Stelle auch. Und jetzt wollen wir aber alles, wo die gesuchte Funktion nicht auftaucht, auf der rechten Seite haben. Das heißt, ich ziehe das hier nochmal rüber. Und wir haben das letztendlich so dastehen. Also noch eine kleine Änderung, der Term für das Innere des Gebiets, den möchte ich am Anfang haben. Ja. Gut, was haben wir da stehen? Zunächst den Integranten, wo die Ableitung von der gesuchten Funktion und von der Testfunktion stehen. Dann haben wir hier auf dem Rand ausgewertet Funktion mal Testfunktion mal so ein Faktor h. Auf der rechten Seite äußere Wärmequelle W
multipliziert mit Testfunktionen über das ganze Gebiet integriert und dann nochmal am Rand vorgegebener Wert Testfunktion und dieser Koeffizient h. Also hier steht jetzt wieder sowas, was letztlich zu unserer schwachen Form führt. Auch wieder klar, wenn Sie nochmal gucken. Hier taucht auf Theta und Delta Theta, beides mal linear. Das Ganze ist austauschbar und so weiter. Also hier steht letztlich eine Bilinearform. Und zwar eine, die ist sogar ein Skalarprodukt. Aber Bilinearform ist jetzt an der Stelle schon ganz in Ordnung. Was steht auf der rechten Seite? Da stecken wir eine Funktion rein. Hier auf der linken Seite stecken wir zwei Funktionen rein. Blau und rot. Auf der rechten Seite stecken wir nur eine Funktion rein. Was da steht, ist wieder eine Linearform. Und da sehen wir das Schöne an der finiten Elemente-Methode. Das führt uns letztlich wieder auf ein Problem mit exakt derselben Struktur wie der Bohrpfahl, nur dass sich dahinter jetzt eben eine andere physikalische Fragestellung versteckt und dass sich das Ganze jetzt in zwei Dimensionen abspielt. Sie sollten mal Ihre Notiz von dem Bohrpfahl von der schwachen Form hernehmen und das hier daneben legen, dann werden Sie sehen, dass eigentlich ganz viel da auch wieder auftaucht. Gut, soweit haben wir das jetzt hergeleitet. Jetzt ist der nächste Schritt, das nochmal schön aufzuschreiben. Also das Variationsproblem für die Wärmeleitung in 2D. Gesucht ist eine Funktion Theta aus einer Menge von Funktionen V0. Für die gilt das Integral über Omega Lambda Grad Theta Grad Delta Theta dA plus das Integral über den Robinrand Omega R Gamma R H mal Theta mal Delta Theta dS soll gleich sein das Integral über Omega W mal die Testfunktion dA plus das Integral über den Robinrand H mal die vorgegebene Temperatur mal die Testfunktion dS. Und zwar soll das gelten für alle Testfunktionen Delta Theta wieder aus dieser Menge V0. V0 ist ein Funktionenraum, aber wir erinnern uns, Raum ist eigentlich nur ein schickes Wort für eine Menge. Der Raum V0 enthält alle Funktionen mit hinreichend netten Eigenschaften U, die auf Omega definiert sind und eine reelle Zahl liefern, mit der Eigenschaft
dass der Funktionswert auf dem Rand, auf dem Dirichlet-Rand 0 ist. Ja. Gut, das kriegt auch wieder einen Kasten, weil es so groß ist. Lasse ich mir beim Kastenzeichnen ein bisschen helfen. Puh, so richtig toll ist es auch nicht geworden. Also machen wir es halt wie sonst auch von Hand. Bevor ich das hochlade, mache ich es nochmal schön. Dabei müssen Sie mir jetzt nicht zugucken. Nochmal zur Erläuterung. Dieses etwas saloppe Wort nice meint jetzt einfach, dass wir diese Integrale, die da stehen, berechnen können. Klar, dafür müssen wir auch nochmal die Gradienten bestimmen können. Dann halte ich auch nochmal fest, dass wir es offensichtlich mit einer Bilinearform und einer Linearform das zu tun haben. Also A ordnet einem Paar von Funktionen aus V0 eine reelle Zahl zu, und zwar mit dieser Vorschrift. A von Theta und Delta Theta, diese beiden Integrale, der Teil im Gebiet und der Teil auf dem Rand. Und wir haben eine Linearform B, eine Funktion aus V0, wird eine reelle Zahl zugeordnet. Mit der Vorschrift die hier steht. Ja. Und wir können uns überlegen, dass A ein Skalarprodukt ist und B eine lineare Form. Das heißt, eigentlich ist das von der Struktur her exakt dasselbe, was wir auch schon bei dem Bohrpfahl hatten. Das heißt, die ganzen Überlegungen, die wir dort angestellt haben mit Konstruktion von der globalen Steifigkeitsmatrix und so, das müssen wir uns nicht neu überlegen, sondern das können wir einfach übernehmen, weil die Dinge, mit denen wir hier zu tun haben, einfach die gleichen Eigenschaften haben wie die Dinge beim Bohrpfahl. Vielleicht können Sie jetzt auch erkennen, warum ich da immer mal wieder vielleicht ein bisschen ausführlicher war, als Sie dachten, dass es notwendig ist. Ja, also ich denke, da können wir jetzt davon profitieren, dass wir uns an der Stelle beim Bohrpfahl ausführlich Gedanken gemacht haben. Gut,
Dann mache ich jetzt noch die Notizen ein bisschen schick und dann haben wir den Teil von der schwachen Formulierung für die Wärmeleitung auch geschafft.